So, herzlich willkommen zum heutigen Stream. Wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam wieder mal ein bisschen traden zu gehen. Meine Goldreserven sind erschöpft und müssen neu aufgefüllt werden. Und das werden wir jetzt dann gleich angehen. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Werde als erstes einmal... Und zwar brauchen wir noch ein paar Pots und sonst nicht mehr allzu viel. Ich glaube, das sollte vorerst mal ausreichen. Unser Wolf ist vom Level her schon mal gut unterwegs. Das passt soweit ganz gut. Ich nehme sicherheitshalber hier nochmals sowas mit. Das sollte eigentlich ausreichen für das erste Vorhaben an sich. Rest ist soweit in Ordnung. Dann würde ich sagen, schleichen wir uns gleich mal runter ins Bandit Fortress und werden schauen, was sich da so auftreiben lässt. Den Hunter habe ich mir schon organisiert. Den werden wir auf alle Fälle auch brauchen. Inzwischen wird schon ein bisschen anspruchsvoller das Ganze hier. Also Diebe sind ja auch unterwegs, also müssen wir da schon ein wenig vorsichtig sein. So, Streamtitel noch aktualisiert. Und ja, dann sind wir eigentlich wirklich perfekt unterwegs und können richtig loslegen. Von den Prozenten her kann heute sogar schon das nächste Level Up rausschauen, vermute ich mal stark. Das heißt, wir kommen unseren Skills näher. Wir müssen dann noch einmal die... die Flower Quest machen. Die Ancient Elf Quest. Und zwar können wir die dreimal machen. Zweimal haben wir die schon im Sack und somit ist jetzt das letzte Mal auch nochmals mit dabei. So, Priorität 1 jetzt aber sicherlich mal für die nächste Stunde leveln. Weniger, mehr einfach an Gold ranzukommen. Okay, Zeit haben wir noch 10 Minuten, also da haben wir wirklich noch gut Zeit für. Das heißt, eigentlich könnte ich mich sogar darum kümmern, den Berserker wieder aufzufüllen, um dann ja, schneller am Ort zu sein, wenn es denn wieder drauf ankommt, dahin zu laufen. Vermutlich die beste Variante. Mal schauen, ob ich da irgendwas Passendes finden kann. Eigentlich schon erstaunlich, wie fest ich da noch drauf rumhacken muss, bis der down geht. Da ist mal TG am Rumlaufen. Das kann man natürlich gleich mitnehmen. Oder zumindest mal alles, was dabei noch rumläuft. Tiger Giant sieht man auch nicht alle Tage.
So wird das halt sicherlich nichts mit dem Berserker voll kriegen. So, in der Zwischenzeit bin ich nochmal ganz kurz AFK und ja, dann bin ich spätestens zum Start wieder voll und ganz für euch da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Oh ja, ja. Gut. Es geht jetzt gleich los. 3 Minuten haben wir noch. Oh, oh. Ich habe nur ein... Oh, das könnte knapp werden.
sogar was gedroppt. Gut, ein paar Sekunden noch, dann geht die ganze Leiter los. Beim sechsten Schlag geht die Reise los. Okay. Da wäre man schon startbereit. Inzwischen haben wir schon 3 Millionen irgendwas mit im Lager. Das ist auch gut so. Wird jetzt mit jedem Level natürlicherweise ein bisschen mehr. Und irgendwann sind wir dann sicher an dem Punkt, wo wir dann richtig gut Zeug mit drin haben. Nummer 1 ist jetzt Level 55, also immer noch relativ gleich hoch wie das letzte Mal. Da hat sich nicht viel getan zum Glück. Mann, oh Mann. Das tut höllisch weh hier. Komm gar nicht nach mit Potten.
Map mal wieder festmachen. Sicher ist sicher. Eis ist und bleibt einfach sehr, sehr heftig. Moin Moin Megavessi, schönen Abend. Brauchst du auch mal wieder ein bisschen Spannung hier? Schon gerade eben fast verreckt. Wird noch ein paar Mal so gehen. Wolf musste eh schon dran glauben. Nächstes Mal. Nächstes Mal bestimmt. So, die 50er Tiefs sind wieder da. Sollte noch hinhauen mit denen. Also die Bots, die ich hier aufbrauchen muss, das ist schon heftig, was dabei rumgeht. Habe zum Glück mehr als genügend auf Reserve gekauft, aber man weiß ja nie. Vielleicht schaffe ich sogar noch bei der nächsten Barry auch die Quest anzunehmen. Ich hoffe mal. Da habe ich nämlich noch eine dazu bekommen. Da bin ich jetzt aber nie lang gelaufen, um das anzunehmen. Mal schauen. King hat's gekinkt. Jetzt sind wir auf uns alleine gestellt hier. Fürs Erste. Mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht ein bisschen Distanz aufbauen wäre nicht schlecht. Hat er schon mal abgezogen. Das geht eh gut. Schauen wir, dass Borgen nachkommt.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm nicht nach mit dem Button. Komm nicht nach mit dem Button und down. So schnell kann's gehen. Gut, einmal raus aus der Party. Dann hier ranstellen. Den Kreis gleich mal hochziehen. Letztes Pad einsetzen. Und das Zeug wieder aufheben. Party joinen. Und weiter Zeug aufheben. Okay. Ich bin startbereit. Die anderen, wie es scheint, auch. Dann sollten wir jetzt eigentlich durchkommen. Ich muss dann nur irgendwie schauen. Leider keine Jobcoins. Notfalls muss ich halt wirklich über Silk noch was holen. Und mich somit ein bisschen reincheaten. Dürfte aber nicht das große Problem sein. Besser als die Ware zu verlieren. Beziehungsweise, ja, ich hätte nicht mal eine Chance, das ganze Zeug aufzuheben. Außer es spendiert mir jemand ein Pad. Kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Ich drücke mir mal selbst die Daumen, dass ich da durchkomme jetzt. Zum Glück hat mich jetzt keines von denen attackiert. Sieht ja immer lustig aus. Wenn und wo die überall hängen bleiben, dann die spawnen. Kommt gleich mein Doppelspawn, wie es aussieht. Haben wir ihn schon? Thank you.
Eines hole ich mir mal, sicherheitshalber. Kauf mir danach dann eines im Jobmall und schmeiß das entsprechend dann weg. Dann bin ich wieder clean und hab nichts verbrochen. Übel, übel. Gleich wieder eingefroren. Nächster Spawn auch wieder da und wieder viel Eis mit dabei. Ja, die Mobs sind jetzt auch schon fast in dem Levelbereich, wo ich gegen die kämpfen kann. Von dem her ja nicht schlecht. Kommt bald die Zeit, dass wir hier auch durch müssen. Kann schief gehen. It's
sind wir eh schon gleich mal am Ziel. Zumindest mit der ersten Runde. Drei Eistiefs hinter mir her. Das kann schief gehen. Nochmals ein paar Tiefs mehr. Da geht schon ganz schön die Post ab. Nochmal. Ein Hit macht schon so viel Schaden. Okay, jetzt schauen wir, ob hier die Quest auch. Ja, genau, hier ist sie. Ich glaube, das ist die. Fast dran verreckt. Hohoho, das war knapp. Also die Quest, Gurken Battle. Aber das ist nicht die richtige, da muss noch eine sein. Da muss noch eine sein, mal schauen. Vielleicht bei der anderen Fairy. Werde ich auch noch feststellen. Die haben wir hier bei der Quest in Donheim gesehen. So, das war jetzt die letzte hier. Therefore Rank kann ich auch noch irgendwo annehmen. Rachel ist dann auch noch. Hier, Assams. Assas Grumble. Mal schauen. Mal schauen. ASB haben wir auch dazu bekommen. Schaden kriegen wir mehr als genügend reingedrückt.
Dann wäre der Teil auch schon geschafft. Das ist die Dugi-Quest. Die mag ich nicht annehmen. Muss ich aber auch dann noch machen. Mal schauen, wenn wir den ersten Pillar spawnen. Bin ich schon ein bisschen gespannt drauf. Ein bisschen Glück toppen wir dann auch. Ein 1-Star-Hole, das wir alleine auch noch schnell durchgehen könnten. Mal gucken. So, einmal alles verkaufen. Das wäre halt jetzt noch gut wegzumachen. Und dann gleich wieder hochlaufen. Das könnte jetzt sehr, sehr knapp werden. Vor allem, wir haben keinen Zerg. Das heißt, 5 Minuten werden wir voll und ganz benötigen, um dahin zu kommen. Bootsmäßig sieht es noch relativ gut aus. Könnte aber wirklich noch hinhauen vom zeitlichen her. Lahm wie eine Gurke hier. $15 Millionen haben wir bekommen, okay. Also der Gewinn an sich ist schon heftig, der da rausschaut bei einem Trade. Dazu kommen dann noch 15 Jobcoins, also auch das ist jetzt eine Zahl, die schon relativ beachtlich ist. Zwei Minuten haben wir noch. Nee, jetzt ist hier ein Bowman. Sehr ungünstig. Okay, und weiter geht's auf die nächste Reise. Oder doch noch nicht?
Gut. Das heißt, wir haben 30 Jobcoins eh schon wieder zusammengesammelt mit den zwei Runs. Ist schon mal nicht schlecht. Gold sowieso fürs erste mehr als genügend. Damit kommen wir dann schon wieder ein paar Runden gut und leicht aus. Trader down. Dann gehen wir mal lieber zurück. Da hat er die Waren verloren. Schon ein ganz schöner Haufen. Braucht natürlich schon eine schöne Zeit, das ganze Zeug wieder aufzuheben. Und weiter geht's. Also wenn es das Eis nicht gäbe, könnte man wirklich mal laufen und einfach irgendwo hinklicken und dann läuft das Vieh. Und man bleibt eigentlich nie mehr stehen. Da wäre das Ganze noch um einiges einfacher, aber es soll ja nicht einfach sein. Die Spannung soll ja da bleiben. Und die ist auf alle Fälle gegeben. Auch wenn man nur alleine läuft, so 5 Star alleine, ist schon nicht ohne.
ganze Meute an Thieves hier. Und weiter geht's. Nicht oben durch schneller. Man sieht zwar hoch aus der Berg hier, aber der Knick könnte weniger Strecke sein. Theoretisch gesehen, weil hier läuft man schon lange um den Berg rum. Muss ich mal ausmessen. Mit dem Meterband langlaufen. Das killt man besser nicht, wenn man hier levelt. Könnte eine ganz schön schlimme Bescherung geben, das Ganze.
bei meinem Spawn brauche ich zum Glück nicht so Angst haben. Das ist eher das kleinere Übel. Nächste High-Level-Hole. Eins, zwei, drei und alles ist vorbei. Ja, die Eistiefs sind einfach heftig. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einfriert, ist auch schon recht hoch manchmal. Aber komischerweise nur manchmal. Gewisse hämmern da richtig viel rein und andere wieder gar nicht. Eis, 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 das ist heiß. Das Eis ist heiß. Oh Mann, oh Mann. Schon wieder eingefroren. Ich komme nicht vom Fleck. So, heftig, heftig, heftig viele Eistiefs wieder mal.
So, jetzt haben wir es aber gleich wieder geschafft. Jetzt finster hier. Unser Goldvorrat ist auf alle Fälle wieder gut gefüllt nach dem Trade. Und auch coinmäßig sind wir wieder gut auf dem Weg. Da brauchen wir jetzt wirklich nur mehr 15, 30. Ja, ich glaube, 3 Special Trades brauche ich, dass ich da wieder die Glock für das Bett wieder verdient habe fürs das nächste Mal. Schauen wir mal.
So, das wäre geschafft. Einmal verkaufen. Und dann werde ich eine kurze Pause einlegen und bin dann gleich wieder für euch da. So, ich muss leider abbrechen. Wird heute nichts mehr, beziehungsweise aktuell nichts mehr. Vielleicht komme ich später nochmal die Flower Quest zu machen, aber wie es aussieht, wird das ein bisschen längere Geschichte hier und muss das Mittagessen für morgen auch noch vorbereiten. Somit tschüss inzwischen, schönen Abend und danke fürs Dabeisein. Bis dann.